Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit Dirk Hilger, Trader und Stereotrader Entwickler. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder live dabei sind und begrüße Sie sehr herzlich im Namen von RFXWett. Bevor ich jetzt an den Dirk übergebe, wie immer den Risikohinweis, denn auch wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen, auch wenn der Dirk vielleicht den einen oder anderen Trade heute zeigt. Und am Ende müssen Sie aber Ihre eigene Entscheidung treffen. Ja, das habe ich, glaube ich, jetzt wiederholt. Eigentlich wollte ich sagen, es ist ja keine Anlageberatung oder Handelsempfehlung. Jetzt habe ich alles durcheinander gebracht. Sie wissen, was ich meine. Und deswegen gebe ich jetzt an den Dirk, bevor ich noch mehr Quatsch hier erzähle, wobei das ist kein Quatsch, es ist wirklich ernst. Jetzt Spaß beiseite. Oh, Nelson, heute unschlagbar. Das ist ja, echt gut, man muss auch ein bisschen Spaß reinbringen hier. So. Oh, NFP Live Trading habe ich hier noch stehen. Moment, ich muss auch noch. Moment, ich dachte, ja, siehst du, lachst du hier über mich, aber ich selber. Sofort. Meine Güte. Ich sag wir müssen ja auch konsequent bleiben. Von daher hat das alles absolut seine Richtigkeit heute. So, jetzt brauche ich nur den richtigen Bildschirm und jetzt steht er pausiert. Ah ne, jetzt sieht er besser aus. So, passt das? Das passt. So, ja, jetzt aber, genug. Tschüss. Also zu unserer, ne, bleib du mal schön da. Seine Verhaspler gefallen mir heute Morgen, weil meine werden bestimmt nicht besser. Das muss am Wetter liegen, das ist die Frühjahrsmüdigkeit. Guck mal aus dem Fenster, da ist nämlich halt einfach nur Sonnenschein angesagt. Ja, das endlich mal wieder, ne? Ja, ne, kannst du mal die ganze Vitamin D in Pillenladung, kann man da mal weglassen. Und funktioniert dann auch so wieder. So, dann sage ich jetzt auch mal an der Stelle Moin, Hallo und herzlich willkommen aus Live on the Farbe aus Köln. Jetzt gucke ich, habe ich jetzt hier den richtigen Knopf. Ja, das sieht, also ich wollte jetzt sagen, gut aus. Ich sehe Katastrophe aus heute. Ich bin nämlich einfach nur verpennt. Und aber die Übertragung sieht erstmal, glaube ich, ganz okay aus. Ich hoffe, wie lange sollen die Haare werden, hör mal? Das weiß ich auch nicht. Ne? Das muss irgendwie, ich habe schon überlegt, geht das noch mit Kappe? Aber eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Also, was heißt schlimm? Ich bin eigentlich komplett in meinem Zeitrahmen. Aber weißt du, wie das ist? Wenn man älter wird, dann wird es ja nicht unbedingt mehr auf dem Kopf und dann muss man sparsam damit umgehen. Kannst jetzt nicht sagen, es ist wegen Corona kein Termin gekriegt. Nee. Das gilt ist nicht mehr. Ne? Das ist jetzt ein anderes Konzept. Ne? Von daher, so, was bietet Trading? Ja, genau. Ja, komm, es ist doch alles im Rahmen, würde ich doch mal behaupten. So, aber nochmal, hallo, herzlich willkommen von meiner Seite. Zwei sind schon gegangen, sehe ich hier, wie auch immer das war. Aber ich freue mich natürlich, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen wacher als wir. Und ich gucke jetzt mal gerade, ob ich hier auch irgendwie mein Licht störe. Er hat auch was eingeschaltet. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen wacher und vor allen Dingen hoffe ich, dass der Markt ein bisschen wacher ist. Ne? Also wir hatten ja irgendwie das letzte Mal gesagt, wenn das nochmal so ist, eine Chance kriegt er noch, der Kollege. Und weil wir ja irgendwie jetzt zweimal in Folge da an Volatilitätsarmut fast verendet sind da morgens. Und das ist dann natürlich für ein Live-Trading alles andere als schön, auch wenn dann halt irgendwie alles stimmt, was man dann so erklärt. Aber man will ja dann auch dann so in meiner Funktion, Position, wie auch immer, ja dann auch irgendwie möglichst einen Trade schließen können. Und gut, können wir sagen, ja, hast du am Freitag ja auch nicht hingekriegt bei den NFPs, das stimmt. Und da war es der DAO. Und da war es halt, ich weiß nicht, wer war dabei am Freitag? Das war ja schon ein bisschen lustig, also weil der Markt ist ja fast genau dahin gelaufen, wo er sollte. Und ich habe gesagt, ab hier dann rauf. Und es war wirklich, ey, wir haben so lange rausgezögert, bis kurz vor die Kassaeröffnung. Und er hat sich einfach nicht bewegt, war mal kurz im Plus. Der Trade irgendwie so drei, also eigentlich war er am Anfang recht schnell im Plus. Und da habe ich noch eine zweite Position dazu gegeben. Und ab da war es nur noch irgendwie plus minus null die ganze Zeit. Und dann aber haben wir es raus, weil ich wusste ja, das Ding, oder ich glaubte zu wissen, das Ding kommt gleich wieder rauf. Und deswegen habe ich dann natürlich auch versucht, so lange wie möglich zu machen. Und wir hatten eine Sekunde gesagt, so, das war's. Und dann fängt der Markt an zu klettern. Und das letzte Bild habe ich dem letzten noch gesagt, gib mir das nochmal hier, nochmal noch einmal den Chart. Da hat man gesehen, da ist er dann auch irgendwie schon 10, 20 Punkte ins Plus gelaufen. Und dann nachher waren es dann
bis zu 300 in der Spitze sogar, die dann gelaufen ist. Aber natürlich erst nach dem Webinar, ne? War ja klar. Und ich habe den Trade ja dann nachher noch nachgeschoben. Also von daher kurze Rede, langer Sinn. Man kann auf das Timing halt schlecht wetten, ja. Das ist halt einfach so das Problem. Und ich bin halt immer so ein bisschen drauf angewiesen, dass wir halt natürlich dann in der Dreiviertelstunde, Stunde, halbe Stunde, wie auch immer, wo das Webinar dann halt ist, natürlich dann auch wohl er da ist. Und wenn die nicht da ist, dann ist er halt nicht da. So, und ich habe gestern schon im Blog auch geschrieben, wenn ich mir so das Bild angucke, dann habe ich da irgendwie nicht unbedingt einen Grund dafür, warum der Markt, oder ich sehe halt nichts, warum der Markt jetzt irgendwie großartig da halt reagieren soll. Und beziehungsweise warum da überhaupt Wohler kommen sollte, es ist halt einfach nicht erkennbar, ja. Und deswegen befürchte ich das heute auch schon so ein bisschen, dass das halt auch ziemlich so ein bisschen traurig werden könnte, mal wieder, ja. Also hier auf der linken Seite der DAX im Daily, da habe ich ja irgendwie hier unten meinen Long gestartet und ne, wollte eigentlich da auch mal eine Etage höher. Aber da kam halt irgendwie genau eine bullische Kerze hinterher und seither dümpeln wir da auch schon wieder rum und es geht nicht vorwärts. So, und das Bild jetzt hier heute sieht auch nicht unbedingt aus, als würde der Markt jetzt wahnsinnig weiter groß nach oben ausbrechen, aber auch nicht nach unten. Trotzdem bin ich aber halt hier long positioniert und ich habe den Hedge auch gestern erstmal aufgelöst, hier ungefähr an der Stelle, nachdem ich gesehen habe, da kommt nichts mehr. Hedge, weil ich habe gesagt, hier nach der Geschichte. Ich schicke das Ding jetzt erstmal irgendwie in die Pause. Ich bin eigentlich nicht so ein Freund von Hedges, aber ich habe halt gesagt, der DAX, der kann doch eigentlich auch ja, komplett oben rauslaufen. Jetzt. Gerade nachdem er diese Range da halt irgendwie die ganze Zeit hatte, die irgendwie 2 Wochen gehalten hat oder über 2 Wochen ja dann sogar. Und nach so einem Ausbruch aus der Range sollte es eigentlich weitergehen. So, das sieht man ja hier, kam genau eine und auch nur bis zum genau nächsten Level, die hatte ich noch und seither steht das Ding halt einfach still. Und daher gute Frage, warum müssen wir da jetzt wirklich nochmal in die alte Range? Halte ich auch für ein bisschen kritisch. Also wenn der Markt jetzt da nochmal reinfallen sollte, weil es dann halt einfach sein kann, dass der dann auch wieder hier drin strandet und wir dann nachher eben hier nur so einen Fehlausbruch da irgendwie oben haben. Das könnte halt passieren. Guckt man sich das Ganze mal im Weekly an. Eigentlich nicht, ja, da nimmt er irgendwie gerade nur mal kurz Luft und könnte auch zum Freitag hin da oben rausziehen. Das ist ja so eine typische Bewegung, erstmal unten ansetzen, ist ja grundsätzlich gut und also nicht direkt, also wie gesagt, das ist die Woche und wenn jetzt irgendwie direkt hier gestartet wäre, wäre auch nicht gut gewesen. Klar, so haben wir hier unten ein bisschen Lunte, ein bisschen Anlauf und damit könnte es natürlich schon auch nach oben weitergehen. Aber wie gesagt, im kleinen Timeframe sieht das hier irgendwie nicht unbedingt nach Long aus. Also da würde ich ja eher tippen, nach so einer Kerze kommt nochmal so eine, die noch ein kleineres neues Tief macht und dann wieder hier irgendwo strandet. Das ist halt so die Geschichte, die ich natürlich jetzt nicht gut einschätzen kann und beziehungsweise wo ich glaube, macht wenig Sinn, da eine große Einschätzung überhaupt abzugeben hier an der Stelle. Ne? Bräuchten halt hier das Gap hier oben, das müsste natürlich dann halt irgendwo mal dicht gemacht werden. Und hier sieht man es ja auch im Daily, ne, relativ gut im H1. Dann kann man mal einen Timeframe tiefer gehen. Da habe ich es gar nicht eingezeichnet, fällt mir gerade auf. Und aber hier ist es halt, ne, das Gap. So sieht es aus. Und da sind wir jetzt irgendwie nur zweimal reingestochen. Das ist die falsche Farbe. So, gibt es bei mir immer in Gelb. So, und das heißt, da sind wir irgendwie gestern dann auch dran gescheitert an der Nummer hier. Ne? Irgendwie zweimal. Das war jetzt, war das schon Overnight? Nee. Passt. Also das war der letzte Run dann gestern dahin. Und der könnte natürlich da oben jetzt rauslaufen, könnte, ja. Aber ich weiß es nicht, ja. Also keine Ahnung. Mal gucken, was da kommt. Und wie wir das Ding zu greifen kriegen. Den Dow finde ich ja fast noch gruseliger zur Zeit. Da versuche ich ja irgendwie schon seit, weiß ich nicht, ne, seit letzter Woche Mittwoch oder so hier permanent den Long nach oben rauszuschießen. Den habe ich auch hier unten erwischt, aber klebt einfach nur in der Mitte fest und kommt auch null aus dem Quark, das Ding. Und hängt sich auch gerade wieder am Gap auf. Also beim Dow finde ich ja die Gaps noch wesentlich schlimmer,
weil der da einfach, der kommt ja da fast nicht mehr weg, egal wie klein das Gap ist. Und was man ja hier dann irgendwo sieht, ne, im H1, da das Gap, da beömmelt er sich die ganze Zeit hier am Gap, ne. Das ist halt wirklich so ein bisschen anstrengend. Also Kaffee, ne, den ich ja schon irgendwie im Blog hier auch geschrieben habe. Ich hoffe, ihr habt auch euren Kaffee am Start und ich wollte ja nicht alleine trinken. Und von daher freue ich mich natürlich, dass wir heute wieder hier so zahlreich sind und dass ihr alle da seid. Wie immer gilt, bitte gerne ein Feedback auch hier reinstellen, auch mal irgendwie Fragen, irgendwie zwischendurch kann man ruhig mal machen. Oder wenn ich was Doofes sage, kann man auch das natürlich kommentieren. Gar keine Frage. Ne? Ich habe ja vorhin gefragt, wer war am Freitag dabei? Da kommen hier so zwei, drei, aber ich glaube, es waren ja dann schon ein paar mehr. Und ja, mal sehen, was das dann irgendwie, wie das dann jetzt heute hier wird. So, wir haben jetzt die Eröffnung. Wahrscheinlich muss man schnell sein. Also, was wir hier sehen, ist jetzt halt irgendwie davor kein neues Low. Irgendwie eine Kerze, die nach oben zeigt. Hier eine, die nach unten zeigt. Das könnte einfach sein, dass wir hier einen kleinen Dip dann nochmal hinkriegen in diese letzten Supports. Und wir dann vielleicht nochmal darauf in Richtung Gap ziehen oder aber wir fallen hier unten durch. Kann natürlich auch sein. Ich gehe jetzt gleich mal auf den anderen Schirm und gehe da mal ein bisschen näher ran. Ich habe mal hier ganz kurz pausiert, weil ich war ja vorhin, wie gesagt, so ein bisschen spät. Muss so gucken, dass ich alles richtig habe, aber das sieht erstmal soweit gut aus, weil ich hatte nämlich hier auch noch eine neue Strategie irgendwie anlegen müssen. Und weil ich ja halt hier natürlich nicht den Swing Trade an den unbedingt daran will und den nicht unbedingt versauen will. Ne? So, ich will jetzt hier mal kurz warten. Also sehr aufgeräumt hier, keine Linien, keine Altlasten. Ist ja eigentlich auch mal ganz erfrischend. Hier oben wie immer der M5. Ja, es könnte schon sein, ne, dass es hier einfach nur einmal kurz runtergedippt hat, noch nicht mal so tief, wie ich gerade meinte, und dass wir dann halt jetzt von da erstmal nach oben ziehen, nochmal in das Gap hinein. Ich habe hier nur keinen Live-Chart drauf, das kann ich aber auch trotzdem mal manuell kurz einzeichnen, weil es ist hier die Beta-Umgebung, also beziehungsweise die Beta-Version. Und von daher ist da noch nicht alles am Start. Deswegen gibt es hier drin keinen Live-Chart. Wo sind wir? So. Also genau das scheint gerade zu passieren. Irgendwie einmal runter und dann jetzt halt mal gucken, wie das Ding da oben rauskommt. Aber das sieht erstmal nicht doof aus. So, ich würde jetzt mal hier einen kleinen Long starten. Wobei das jetzt auch natürlich eher hier erst der allererste Impuls ist, ne? Der kann natürlich auch daneben gehen. Und deswegen bitte nicht einfach nachmachen. Und wie ich ja immer sage, auch wenn das irgendwie meistens aufgeht, was ich hier treibe, das heißt nicht, dass es immer aufgeht. Und vor allen Dingen haben wir halt, wie ich ja auch gerade nochmal gesagt habe, einfach das zeitliche Problem. Ich weiß halt nicht, ob ich es dann auch hier im Webinar selber dann zeitlich hinkriege. Und das hier finde ich so beim zweiten Hingucken so ein bisschen risky, ehrlich gesagt. Den jetzt hier wirklich zu greifen, auch wenn wir hier unten reagiert haben, war ich vielleicht ein bisschen übermütig. Mal gucken, ob das funktioniert. Also ich meine, wir haben hier unten, gar kein Orderbuch hier drin, wir haben hier unten zwar jetzt irgendwie eine deutliche Reaktion gehabt, ja, das heißt aber erstmal nichts, weil das ja nur jetzt gerade mal die ersten 2 Minuten waren. Und der kann genauso gut hier eine zweite Attacke jetzt starten. Ne? Und da habe ich gesagt, das war vielleicht ein bisschen übermütig jetzt hier, vielleicht noch gar nicht mal so schlau. Aber gut, ich habe jetzt hier nicht Cool Size reingeballert, sondern erstmal hier ein Drittel etwa. Von daher jetzt nicht so schlimm, trotzdem blöd, ne? Also im Zweifelsfall sind es dann umgerechnet jetzt hier 10 Punkte minus. So, ich mache erstmal hier den FDAX rein, damit wir hier auch mal wenigstens Volumen haben. Mal gucken, ob sich da dann irgendwas abzeichnet. Ja, ich glaube, es war nicht so schlau. Aber gut, mal kurz warten. Ich habe ja gesagt, ne, hier runter eigentlich kann der so ein bisschen tiefer reinstechen.
So, die 534 da unten so in dem Segment, da hätte das hätte ruhig irgendwie machen können. Jetzt muss ich mal kurz nachdenken, wie ich dann damit überhaupt umgehe. Ob ich den jetzt skaliere oder erstmal sage, mal erstmal weg und setze nochmal an. Ja, das war nicht so schlau. Ich hab's geahnt. Das war zu schnell. Das war ein bisschen zu schnell. Aber ich lasse den jetzt, ne? Auch wenn der jetzt hier in Verlust geht, ich skaliere den jetzt erstmal nicht. Ich will erst sehen, ob wir da jetzt halt nochmal eine Reaktion kriegen und mache den dann im Zweifelsfalle auch nochmal auf. Es sei denn, er zackert hier zu lange, jetzt irgendwie 3 Punkte von meinem Stop rum, dann würde ich ihn skalieren. Ne, wir stecken jetzt hier genau drin, weil es ist einfach nichts anderes als hier die erste Chance überhaupt, irgendwas, irgendwo eine Reaktion zu finden. So, und wenn die nicht hält, ja, da brauche ich mich damit auch nicht zu befassen, da brauche ich den auch nicht zu skalieren. Und deswegen war das jetzt, glaube ich, ganz okay so, dass ich den jetzt erstmal gelassen habe. Ja, aber nicht so ein guter Start, ne? Ich hätte da oben wirklich auch vorhin, wo ich gezweifelt habe, hätte ich ihn einfach dicht machen sollen. Das wäre tatsächlich deutlich klüger gewesen, als hier blöd zuzugucken. Also sorry an der Stelle, aber das war wirklich gerade nicht so schlau von meiner Seite. Das war nicht so schlau. Übereilt, na, sagen wir es mal so. So. Also hier unten natürlich jetzt klar, da wird es jetzt natürlich obvious, offensichtlich, und dass wir hier halt jetzt irgendwo in eine Supportzone reinlaufen. Ja? Also ich glaube nicht, dass er das jetzt mal ebenso hier eliminiert, da glaube ich nicht dran, sondern eher, das ist ja nun mal der Support von gestern. Reinstechen, kurz drunter stechen auch, ja, aber durchfallen wie so ein Stein eher nicht. Ne? Und da kann man den jetzt wahrscheinlich auch gleich mal kurz dagegen halten und dann halt mal gucken, ob man den nicht wieder in Richtung Anfang dann auch bekommt. Also es ist keine Empfehlung, ist natürlich klar. Und aber trotzdem warte ich auch hier jetzt mal kurz ab, ob wir ein bisschen Reaktion sehen oder nicht. Was sagt der Dow parallel? Ja, gut, er sagt ja eh grundsätzlich nicht viel. Der hängt wieder an seiner 846, wo er sich gestern irgendwie wo er überhaupt nicht mehr davon ablassen wollte. Und von daher, auch der wird wahrscheinlich eine Reaktion haben. Was mir bei dem gestern so ein bisschen gefehlt hat, ist hier die 768 da unten. Das ist aber also so im zweiten Rücklauf. Da will ich tatsächlich jetzt mal ganz blind eine hinsetzen. Falls er das wirklich machen sollte. Und dann würde ich mir den da unten nämlich tatsächlich auch dann mitziehen, auf jeden Fall. So, hier sehen wir es jetzt, ne? Wir stecken also hier genau an den, ne? Also die grüne Zone hier davor, das macht schon Sinn, ja? Also manchmal wenn der Markt halt wirklich eine klare Richtung hat oder mit einer klaren Richtungsidee, sagen wir es mal so, für den Tag reinkommt, dann gibt es ja ganz oft eben nur einen kurzen, knappen Dip und irgendwo auf nächstbesten Support und dann zieht es wieder zurück und dann halt rennt es weiter. Und deswegen fand ich das schon in Ordnung so, da jetzt erstmal das Grün zu markieren, aber auch natürlich richtig jetzt hier erstmal rauszugehen und eben nicht zu skalieren. Ne? Weil was ich hier schon gerne sehen würde, wäre halt eine bisschen deutlichere Reaktion. Mir bröselt nur gerade irgendwie mein Gewinn dahin, muss ich ein bisschen aufpassen, in dem Long Trade. Ja, da kommt auch noch einer, okay. Ja, ich meine, der ist okay, also tut jetzt noch nichts weh, aber trotzdem hier, das sind die Lows von gestern? Ja, von gestern. Gestern und Freitag, der müsste ja eigentlich schon dabei sein. Da sollte es jetzt nicht unbedingt irgendwie arg drunter laufen, klar. So, mal sehen, wo wir hier die erste Reaktion kriegen. Oder ob der wirklich hier unter die drunter fällt. Weil wenn das analog, boah, das wäre ein schöner Short gewesen, ne?
Ja, da hat der Hilger aber mal irgendwie. Naja, gut. 60 Punkte, ja, gut. Nicht wenig, ne? Ja, hier schreibt der Eugen, Sentiment ist plus 50, da gehe ich nicht long. Also, das ist mit dem Sentiment, das ist immer so eine Sache. Das ist wirklich, finde ich, immer mit Vorsicht zu genießen. Das Sentiment, das sagt ja nichts darüber aus, was der Markt die nächsten 15 Minuten macht. Gar nicht. Und, oder die nächste halbe Stunde. Und das sagt ja nur halt so die generelle Positionierung, so jetzt von irgendwelchen Zertifikaten und so weiter und so fort, ne? Und die sind ja alle nicht darauf ausgerichtet, irgendwie hier im kurzfristigen Daytrading unbedingt zu funktionieren, ne? Das ist dann eher so die lange Drückrichtung. So. Und, oder, Moment. Und wo man halt eben sich nicht zu sehr drauf verbeißen sollte, ne? Wenn man jetzt irgendwie so ein paar Tage am Stück irgendwie so einen Plan hat, dann ist das vielleicht nochmal eine andere Geschichte. Aber ich gucke zum Beispiel wirklich überhaupt nicht drauf, ne? Weil das eigentlich auch nur so einer von den Faktoren ist, wo man irgendwie versucht, schlauer zu sein als irgendwie alle anderen. Und das ist so ein bisschen, weil man sollte schon sich nicht doof anstellen oder natürlich auch versuchen, intelligent zu sein, aber das hat für mich immer so ein bisschen was Anmaßendes. So, ich glaube, das fühlt sich für mich irgendwie nie gut an. Und das ist so, weshalb ich das auch nicht mag, ne? Also, das ist halt der eine Aspekt, aber der andere ist einfach, weil das Sentiment nichts über den Zeithorizont aussagt. Und unsere Aufgabe oder meine vor allen Dingen hier ist ja, zu versuchen, halt ein paar Punkte irgendwo in irgendeine Richtung halt einzutüten und jetzt nicht irgendwie halt da eine Weltreise zu starten, die dann halt irgendwie, keine Ahnung, wie viele 100 Punkte weit da halt kommen muss, ne? Und das darf man halt irgendwie nicht vergessen und deswegen gerade so bei. Was? Ziel 2? Lutz hier. Lutz. Am besten geben wir dem Lutz mal die Kamera und den Screen, weil ich finde, das ist halt irgendwie alles gut und schön, aber hier irgendwelche Zahlen reinzuwerfen, aber da kann ja keiner was damit anfangen. Lutz, reiß dich mal zusammen. SKS, was? Oh mein Gott. Sag ja. Absolut, demnächst macht nur noch der Lutz Webinare. Was, wir haben ja eine SKS im M15. Sehe da keine SKS. Aber SKS ist letztendlich auch, das ist ja nichts anderes als irgendwie eine Umkehrformation. Die sehe ich da nicht. Also das Einzige, was ich hier sehe, ist, dass wir halt einen möglichst entstehenden Abwärtstrend hier haben im M15. Ja. So, weil wir halt einfach hier mit, ich meine, der M15 ist ja grundsätzlich dafür auch nicht schlecht, weil wir halt hier einfach mit fallenden Lows daherkommen. Jetzt möglicherweise, ja. So, das sieht man halt hier ganz gut. Ja, also hier rauf, neues Tief, rauf und dann hier kurze Reaktion. Wenn man das halt mal dahingehend aufdröselt. Und jetzt hier kommt es einfach darauf an, wird das Ding da unten halten oder halt nicht. Und auf der anderen Seite, ne, weil halt hier einfach, da sind ja jetzt halt die Lows. Und es wird ein Abwärtstrend, der sich jetzt hier anfängt zu etablieren, wenn wir da unten durchgehen. So, mehr sehe ich da jetzt nicht. Mehr sehe ich da jetzt erstmal nicht. Und das wäre mal klar. Also meine Vermutung wäre, dass wir jetzt da gleich kurz reinstechen und dann heißt HBH, das war halt nur ein kleiner Fake und dann rennen wir wieder zurück. So, das wäre halt erstmal so meine vage Vermutung, dass das halt so kommt. Das heißt, der M15, die nächste Kerze, oh Entschuldigung, wird wahrscheinlich noch mal kurz nachdrücken. Davon würde ich mal fast ausgehen. Können wir hier mal gucken, dann vielleicht auch am Value Area, am Low
dort dann vielleicht auch mal kurz short zu gehen. Wobei der DAX läuft halt nicht amerikanisch so, ne? Das ist immer so, da wäre es jetzt einfacher gewesen. Aber so ein kleines bisschen fehlt mir da eigentlich noch. Der DAX macht halt manchmal so Bremsen kurz vorher, ne? Ich habe ja gerade gesagt, hier vielleicht kann man da mal kurz short gehen. Aber so genau, da hätte ich mir eigentlich gewünscht, da sticht jetzt so zwei, drei Punkte mal kurz noch weiter rein, ne? Aber gut, wir sind ja noch nicht fertig. Also warten wir hier mal ab, 9:15 Uhr. Vielleicht kriegt man dann irgendwie, kriege ich ja da mal ein paar Punkte noch zusammen. Also erstmal runter und dann nachher muss man halt sehen, ob er halt die Umkehr dann halt macht oder nicht. Schauen wir mal. Ja, okay. Wo bin ich hier raus? Da oben 29 Punkte. Ja, wie gesagt, durch 3 ist es dann halt irgendwie 10 Punkte durch 3, weil es nur eine Teilposition war. So. So, mal schauen. Also 15 Minuten sind um. Kleiner Rücklauf wäre hier natürlich jetzt nett dahin, um dann halt eben nach unten den Bums erstmal kurz fortzusetzen. Und dann halt versuchen, neues Tief zu machen. Mal gucken, ob es so einfach wird. Auf der anderen Seite, ne, die Gefahr ist natürlich jetzt hier bei solchen Versuchen, wir haben kein neues Tief. Ne? Also das heißt, er sitzt hier unten einfach jetzt erstmal nur auf. Und von daher ist das jetzt auch nicht so wahnsinnig sicher, so einen Trade zu machen. Da kann man sich natürlich auch genauso gut überlegen, da halt irgendwo long zu gehen. Ne? Deswegen hätte ich, wenn er das macht, eigentlich einen Stich gerne ein bisschen hier tiefer rein. Weil ansonsten, es kann einfach sein, dass das hier unten jetzt auch irgendwie das Tagestief war und wir dann halt ab hier dann auch erstmal da oben erstmal wieder reinlaufen beziehungsweise auf Anfang zurückgehen. Das kann passieren. So, hier wird es jetzt wohl aufs Timing ankommen, da halt irgendwie das Ding richtig zu erwischen, weil den Hauptimpuls habe ich hier verpasst. Und da halt noch irgendwo was hinzukriegen. So, also natürlich, mir wäre am liebsten, das Ding läuft komplett nach oben, wieder auf Anfang und dann halt nach oben raus, weil ich ja halt irgendwie noch einen größeren Long da am Start habe. Das heißt, größer, ein bisschen langfristiger ausgelegt. Und das fände ich schon natürlich wesentlich schicker. So, aber ob der Markt das macht, das steht natürlich auf einem anderen Blatt. Aber hier auch trotzdem hier so eine M15, eine Kerze runter und dann die nächste direkt drauf, sieht man eher selten. Daher wäre ich da schon ein Fan davon, wir setzen da unten nochmal kurz an, jetzt ohne ein großes Tief, ohne ein großes neues Low zu machen, aber halt, dass wir zumindest einmal da unten nochmal versuchen, die Geschichte zu verlängern, bevor es jetzt ab hier dann auch noch dazu, ohne, sieht man ja hier, ne, ohne Lunte irgendwie darauf, das ist eher relativ unwahrscheinlich. Das ist recht unwahrscheinlich. So, jetzt kommen wir hier nochmal Richtung Value Area. Ich würde dann halt mal gucken, nochmal hier irgendwo in der Nähe von der M5 in der letzten. Hier oben in dem Bereich, ob man da irgendwo halt Short reinkommt, wenn er es denn macht. Also jetzt hier unten zu früh an der Value Area. Mal gespannt. Ne, weil das ist jetzt natürlich hier schon die Reaktion dessen, dass wir eben kein neues Tief haben. Ne? Das ist schon legitim, da unten long zu gehen. Überhaupt gar keine Frage. Aber ich wollte jetzt nicht ohne ein erkennbares Signal da unten jetzt auch einfach eine Long-Position eröffnen, weil das wäre dann halt wirklich
so ein bisschen zu viel raten gewesen. Das kann man zwar machen, aber dafür war mir der Impuls dann hier auch ein bisschen zu stramm. Ne? Ich meine, wenn wir jetzt hier halt, ich meine, hier mache ich ja im Endeffekt jetzt quasi nichts anderes als raten. Ja? Aber ich hänge zumindest jetzt mal hier an der Impulsrichtung dran. Ne? Und wobei die sich hier gerade auch so ein bisschen auflöst, weil er halt irgendwie die Gegenbewegung jetzt fast schon so deutlich wird wie die Bewegung darunter eben. Ne? Bin ich gar nicht mal so wahnsinnig einfach heute. Was macht der Dow eigentlich zur gleichen Zeit? Klemmt an eine 846. Oh Wunder, oh Wunder. Also nichts anderes als das, was er gestern den ganzen Tag schon gemacht hat. So, hier kommen wir dann vor allen Dingen, ich hoffe, wir kriegen hier so ein bisschen rauf, das Ding. Vor allen Dingen auch nochmal den Bereich hier vom Kassaschluss von gestern. Ne? Und ich sage ja immer, Kassa-Close, Gap-Close von oben ist nicht bullish. Wir würden auch hier nochmal knapp davor ansetzen. Das heißt, das ist natürlich dann auch eine Daily-Marke und vielleicht auch damit ein bisschen sicherer, statt jetzt hier einfach nur in der Value Area reinzugehen, in einen Markt, der gerade mal irgendwie 15 Minuten alt ist. Wir werden sehen. Gucken, was hier irgendwie, ob ich den irgendwie zu greifen kriege. Weil das ist echt ein bisschen mies, die Nummer, das Gebilde hier. Weil wir halt eben hier im Daily da oben auf diesem Level da aufsitzen. Deswegen tue ich mich da auch schwer, jetzt hier einfach Short reinzuhalten, weil wir stehen jetzt einfach unten erstmal. Und ein zweiter Test oder auch ein zweites kleines neues Low ist völlig in Ordnung. Aber jetzt hier irgendwie reinspringen, ich weiß nicht, also eher nicht. Deswegen versuche ich dann halt irgendwie da eher zu gucken, dass wir da ein bisschen höher, dass ich den ein bisschen höher da oben abgreifen kann. Statt jetzt hier irgendwo mitten reinzuspringen. Ne? Wenigstens hier nochmal einmal kurz da mal dran springen, mal versuchen, dass er ne, quasi versucht, da oben wegzulaufen, nochmal in die VA rein. Und da würde ich dann viel lieber einmal dagegen halten. Zumal wir dann auch hier, ah, das ist alles gar nicht, echt nicht einfach. Muss ich hier gerade mal feststellen heute. Also wir haben hier oben Support gehabt. Support wird zum Widerstand. Das heißt, dieser Bereich hier, der gehört natürlich rot. Da wären wir schon fast am SMA 20. Das ist schon fast wieder der Anfang. Und hier unten natürlich haben wir einfach einen Support. So, das ist dann jetzt die große Frage, was löst in welche Richtung auf. Deswegen, ich warte mal noch kurz und mal sehen, wer noch schön was kriegen. Was? Vola passt, ja, die Vola passt, nur ich passe heute nicht. Das war, schreibt der Markus hier. Ich passe heute nicht. Ich habe den vorhin leider irgendwie viel zu übereilt da angepackt. Ja, so ist das halt, ne? Wenn man halt irgendwie verpennt an den Start kommt. Was heißt nicht wirklich verpennt? Stimmt eigentlich gar nicht. Ich habe nur irgendwie fünf Minuten zu lange in der Küche einen Kaffee getrunken. Und dann mal irgendwie so kurz, oh verdammt, ich bin spät. Und dann geht die Rennerei los und dann kommt dann halt sowas bei raus. Das passiert schon mal. So, also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass das Ding hier unten mit Lunte, ohne Lunte da so stehen bleibt. Da bin ich mal gespannt. Also, kann auch sein, dass der jetzt auch daneben geht. Ne? Deswegen Vorsicht. Vorsicht, möglich ist ja alles, wäre halt nur extrem selten. Also so der ganz oben raus, dann irgendwie um 9:30 wieder oben mit diesem Ding da unten.
Weiß ich nicht, glaube ich nicht. So, ich fange mal hier an, dagegen zu halten. Halt eben auch, weil er jetzt halt einfach auch nur noch 5 Minuten Zeit hat, ja, den M15er fertig zu machen. Also nicht fertig zu machen, sondern auszubilden. Die Kerze. Das heißt, irgendwann, wenn der M15 zumindest in seinem aktuellen Bild halt fortgesetzt werden soll, irgendwann, und dann bleibt jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. Ne? Müsste er jetzt dann halt schon machen. Aber trotzdem, ne, ich würde hier unten auf keinen Fall jetzt irgendwie drauf wetten, dass der da unten rausfällt, wenn er überhaupt da runterkommt. Ja, sondern dann halt eher, ja, da unten anfangen aufzulösen, einen Trail reinhauen und dann halt gucken, macht das oder macht das halt eben nicht. Ne? So, hier geht wieder nix. Boah, der Dau ist eine absolute Katastrophe die letzte Zeit. Wirklich, der macht mich irre. Also normalerweise handle ich den ja 100 Mal lieber als den DAX, ja. Aber was da die letzten Tage passiert, das ist einfach nicht mehr schön. Nur noch Rumgeeiere, nichts unten raus, nichts oben raus. Ich meine, ich habe den ja gestern gut gegriffen gekriegt und da irgendwie 150 Punkten Short. Aber das ist ja irgendwie alles nicht das, was es irgendwie, wie man das so kennt. Sondern das ist ja in der Regel dann doch ein bisschen anders, wie das da halt läuft. So, hier unten unterhalb der Value Area würde ich auch mal einen Short erstmal kurz dranhängen. Dann halt eben auch hier relativ schnell wieder auflösen, nur um die Position mal irgendwie kurz ein bisschen auszubauen. Aber ich würde schon tippen, dass wir jetzt hier um 9:30 erstmal kurz einen Stich darunter machen, wie das jetzt hier gerade aussieht. Und hier oben würde ich halt, ne, das sieht man ja anhand der Position, hier oben würde ich halt in die umgekehrte Richtung halt eben auch den Short hier oben verlängern. Also von daher ist mir eigentlich jetzt erstmal egal, was er zuerst macht. Und rausfliegen würde ich ja erst, wenn er komplett von hier da oben durchläuft. Möglich ist alles, aber ich halte es für nicht sehr wahrscheinlich. Am wahrscheinlichsten halte ich, dass der Markt genau jetzt stehen bleibt. Bis zum Ende des Webinars. Das ist nach den letzten Webinaren die absolut wahrscheinlichste Variante von allem. Ja. Ja, schon fast Tradition. Ja, das ist absolut. Was die Buy Limit da unten? Hast du dich vertan? Nein, ich habe mich. Nein, 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 nein. Also. Im Stereo Trader ist es ja so, ich kann ja Orders nutzen, um Positionen halt auch teilaufzulösen, ja. Und ich würde ja hier, wenn der Markt runterkommt mit irgendwie 6 Kontrakten, würde ich da unten 3 wieder zurückkaufen. Ne? Das ist ja halt ein Teil Take Profit. Das ist schon richtig so. Ich will ja nicht da unten durchhandeln, sondern ich habe ja gesagt, wenn der hier runterkommt, ich will nicht drauf wetten oder mich nicht oder nicht zu sehr drauf bauen, dass der da unten dann durchgeht. Sondern wird da unten anfangen aufzulösen. Und deswegen liegt auch hier nochmal halt eine Buy Limit. Das heißt, hier von der 301 bis 84, die 16 Punkte, die würde ich halt dann hier direkt mitnehmen nochmal, wenn er das macht. Ja, von daher ist die schon richtig. Weil das kann man nicht vergleichen mit einem MetaTrader. Ich gehe, wo man dann halt irgendwie plötzlich 1000 Positionen hat. Und wo man dann plötzlich 1000 Positionen hat und irgendwie alles mit Einzel Take Profit, Stop Loss, und das ist ja hier nicht so, ne? Sondern wir arbeiten ja hier mit dem Stereo Trader im Stereo Future Modus. Das heißt, da wird ja halt alles zusammengerechnet, kombiniert, ne? Und auch hier, wenn der jetzt hier irgendwie die zweite Position aufmacht, habe ich nicht zwei Trades, sondern ich habe immer noch einen Trade. Und habe aber dann verwalte hier im Stereo Trader aber ja auch nur einen Stop-Loss und das wird dann intern alles ein bisschen anders geregelt. Ne? Das ist natürlich ja auch wesentlich transparenter. Was schlag mich, wenn ich den DAX handle? Ja. Ja. Ja, Aber aber hey, so ich wie du muss. dich gerade angehört hast, muss man DAX mit DAU jetzt Ja. ändern. Gerade muss ich die echt tauschen, ne? Weil der DAU, ich habe den gestern dreimal long angesetzt. Ich habe gesagt, man will der mich vermeiern hier. Und die sind zwar alle ins Plus gelaufen, die beiden ersten sind dann halt irgendwie Break-Even raus, nachdem schon teilweise irgendwie 60, 70 Punkte vorne lag. Ich dachte, das kann alles nicht wahr sein.
Und der macht mich komplett irre. Nee, und der DAX ist ja gerade zumindest irgendwie seit letzter Woche mein Freund, weil er der da erstmal tatsächlich ja genau das gemacht hat, was er irgendwie machen sollte und die Long erstmal schön nach oben geschickt hat, auf Kommando, auf Zuruf, ohne zu murren. Gut, war dann aber auch nicht so schwer. Es gibt ja Situationen, die sind halt dann auch mal nicht schwer. Und die habe ich dann halt genutzt. Der Dow hatte eigentlich die gleiche Ausgangsbasis, hat es aber nicht hingekriegt. Penner. So, und deswegen ist der Dow gerade nicht so. Deswegen stehe ich mit dem aktuell so ein bisschen auf Kriegsfuß. Das heißt aktuell, ja. Ist ja nur eine Momentaufnahme. Sobald der mal fertig ist mit seinem Geeiere, wird er auch wieder nett zu handeln. So, jetzt bin ich mal gespannt. Kriegen wir da unten jetzt mal kurz einen Stich, bitte? Um mit der Knoppers-Fraktion. Du und deine On-Off-Beziehungen. Ich meine, was? On-Off-Beziehungen mit den Indizes hier. Ja, das ist, ne? Was willst du machen? So, ich hätte gerne einen Stich bitte hier runter, um dann den zweiten Short wieder loszuwerden. Kriegen wir das hin? Tja, woran erkennt man, dass Webinar ist? Der DAX steht. Das ist echt unglaublich, ey. So, jetzt hat so schöne Wohler doch die ganze Zeit gehabt. Wir Jetzt müssen gib mir es doch. offiziell beenden und dann bewegt Ja, er sich. dann geht's los, ey. Dann fällt er wie ein Stein 100 Punkte und rennt 200 wieder nach Norden. Tja. Komm. Ja. So, die Richtung stimmt ja erstmal. Also, wie gesagt, ich will nicht irgendwie drauf wetten, dass der da unten rausfällt. Ich will nur da unten gucken. Gut, will er nicht. Beziehungsweise er hält sich schwer zurück hier. Und dann würde ich das Ding auch auflösen, beziehungsweise am liebsten halt trailen, ja. Und dann kann er seinen Stich darunter bauen. Und dann wäre schon gut, ne? Aber ne, so ein paar Punkte bräuchte ich dann hier schon, DAX. Also irgendwie mit 2 Punkte runter und dann wieder zurück bringt mir natürlich auch nichts. Ja, die Gefahr ist natürlich immer bei so einer Bewegung, dass er halt irgendwie gleich so flupp und dann stehen wir wieder da oben. So, wir stehen natürlich auch hier an der Value Area. Ist natürlich jetzt nicht ganz so einfach. Er hat aber auf der anderen Seite versucht, da jetzt nochmal reinzulaufen. Hat nicht funktioniert. Von daher wäre es schon plausibel, dass wir zumindest mal irgendwie kurz darunter einen kleinen Stich machen, bevor halt irgendwie der nächste Versuch kommt. Und hier genau das gleiche in Grün, ne? Es ging oben nicht weiter. Gucken, ob wir unten rauskommen. Wenn nicht, dann kann man ja doch wieder nach oben versuchen. So. Meine Begriffe kommen noch ein paar Punkte. Einmal ganz kurz. So, ne? Und ich würde halt hier sieht man auch, ist ja eine größere Long Order hier im Markt. Da würde ich halt den auch ausskalieren, beziehungsweise würde das jetzt hier sogar auch manuell machen. Ne? Ich nehme den Alpha weg wieder. So, damit ist der Loser von vorhin auch, glaube ich, schon wieder drin, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich weiß es nicht. Jo, ne? Da ist es doch schon wieder gerade. Und dann, Moment, ich habe den hier gar nicht richtig umgestellt. Ne? So. Hier die kumulierte Berechnung, ne? Das meine ich, das gehört ja halt auch dazu. Also ich habe ja hier nur einen Trade und zwar mehrere Positionen, aber einen Trade und deswegen habe ich hier auch unterschiedliche Werte. Pool PL, das ist das, was gerade noch offen ist. Trade PL beinhaltet aber eben das, was auch schon von dem Trade geschlossen ist. Ne? Und ich habe halt hier nur einen Break-Even, einen Stop-Loss, den handle ich halt und das war's. Da muss ich mich nicht mit Einzelteilen von dem Trade herumschlagen. So, aber das war jetzt erstmal genau das, was ich halt haben wollte. Ne? So, das heißt, ich würde hier den super knapp absichern, weil es geht ja nur darum, hier diesen Versuch zu handeln und dann muss man gucken, was man daraus macht. Wenn der jetzt hier unten durchfällt, dann soll er das machen, aber dann auch bitte mit Tempo und ansonsten wird es eh nur geeiern, dann kann ich auch hier raus. Ne? So. Das war jetzt erstmal soweit okay. Und wenn der Markt jetzt nochmal nach oben zieht, weil ich wollte ja diesen zweiten Test da sehen, auch hier habe ich gesagt,
Da unten keine Lunte, das wäre ein merkwürdiges Bild, sehr eher selten. So, und das heißt, hier haben wir jetzt unten kein neues Low gemacht. Wir kommen aus der Value Area nicht wirklich raus. Das heißt, wenn wir hier drüber gehen, dann rennen wir wahrscheinlich auch noch eine Etage höher. Und wir sehen auch jetzt hier gerade schon, die Reaktion wird so ein bisschen deutlicher jetzt gerade. Und das heißt, dann könnten wir auch nochmal hier oben in diese grüne Zone, die eigentlich natürlich rot sein müsste, da nochmal reinlaufen und dann halt mal sehen, ob wir nicht sogar wieder auf Anfang zurückkommen. So, aber hier drüber müsste natürlich, das ist halt schon klar. Das heißt, die Reaktion hier muss jetzt noch ein bisschen deutlicher werden, wenn das jetzt hier ernst gemeint war, die Reaktion. Was habe ich gesagt, muss deutlicher werden? Die Reaktion, wenn das ernst gemeint war, die Reaktion. Also hier, wenn diese Reaktion hier ernst gemeint war, dass es da nicht weitergeht, dann muss der Durchbruch, also der Druck nach oben, ein bisschen deutlicher werden. Und dann kann man da halt auch, so finde ich, relativ stressfrei reinspringen. Den VPOC, der Lars schreibt gerade, ich sehe, den hast du auf 8 bis 22 Uhr eingestellt. Bitte nicht überbewerten, ich habe den vorhin ganz schnell hier auf den Chart draufgezogen, damit ich im VWAP habe. No? Also von daher, das war der Grund, deswegen ist der hier drauf. Der hat jetzt keine nennenswert relevante Einstellung. Was ist der Pool? Im Steertrader inkludiert, ja klar. Ich meine, das ganze Ding hier ist ja der Steertrader. Ne? Also hier alles das plus hat eben auch noch diverse Add-ons, die man draufpacken kann. Klar, gehört ja alles dazu. Aber ich finde halt gerade, ne, jetzt ohne hier Werbung machen zu wollen, aber halt die Berechnungs-, also die Kalkulation halt einfach von einem Trade, das finde ich halt so eins von den schicksten Dingern, die ich da eingebaut habe, weil das macht das Leben so einfach beim Traden. Weil am Ende interessiert mich ja, jetzt mal von unseren deutschen merkwürdigen Steuern mal abgesehen, die ja sich hoffentlich irgendwann erledigen, mich interessiert ja am Ende nicht eine einzelne Position. Ja, mich interessiert ja so irgendwie, was habe ich gemacht von dem Moment an, wo ich angefangen habe, den Trade zu bauen bis jetzt. Und wenn es halt mal ein bisschen komplizierter ist oder länger dauert, und dann will ich ja nicht wissen, wo ist denn jetzt gerade meine aktuelle Position, wenn die ja irgendwie nur eins von 20 Teilen ist, ja, das ist ja komplett uninteressant. Und da finde ich dann natürlich so eine Geschichte mit dem Trade Management, dem Money Management an der Stelle natürlich wahnsinnig hilfreich. Also sowohl bei längeren Trades, ja, und aber auch hier bei Scalpings, ja, das ist halt unglaublich hilfreich. Wie, wo finde ich den Pool? Der ist doch hier, Werner. Also Pool ist ja nur ein virtueller Begriff. Ja. Pool heißt ja nur das, was gerade im Topf ist, das, was jetzt gerade auf ist. Ja. Also die Positionen, die dazu gehören, das ist der Pool. Ja. Sorry. Früher war das sogar mal so, da war hier ein Panel, da stand drüber Pool und aber die Beschriftung ist jetzt halt einfach weg. Also das ist der Pool, der ist ja, also wenn das hier anders aussieht, ja, bei einem, dann hat man einen anderen Modus am Start, dann hat man nämlich den Single Hedge Mode oder sonst irgendwas. Werner? Ist der Werner böse? Ich den Werner angeplügt habe. Werner, du kennst mich, glaube ich, auch, ne? Du bist auch nicht zum ersten Mal dabei. Ich meine, sowas nie böse. Wenn man das also hier hat, also das beziehungsweise nicht hat, dann ist wahrscheinlich ein anderer Modus eingestellt. Da musst du mal gucken. Wenn das bei dir so nicht aussieht, dann liegt es nur daran. So, was kommt denn jetzt hier? Außer nix. Das könnte man jetzt ganz stressfrei irgendwie auch nach oben auflösen, ne? Die Geschichte hier. Das wird eigentlich gar nicht wehtun. Achso, ja, genau. Das ist für die offenen Trades, genau, fragt der Werner gerade mal, wo finde ich die Berechnung? Genau, das ist immer nur für den aktuellen Trade ist das berechnet, aber wohl stimmt auch nicht. Also das ist ja das, was hier oben berechnet wird. Hier unten in der Statistik wird ja genau diese Berechnungsmethode dann auch rückwirkend für alles nachträglich berechnet. Ne? Das heißt also auch,
Wenn man den Stereo Future Modus aktiviert hat, der ja halt Standard ist, und man hat dann halt hier die Historie, und dann sieht man dort auch die einzelnen Trades sind genauso gerechnet, ja, mit allen, das sind dann auch nicht Positionen, sondern sind auch zusammengefasste Trades. Und der Stereo Trader guckt ja dann halt, so, wann ist irgendwie der erste Teil aufgegangen und wann ist der letzte Teil oder wann war Flat? Es wird immer von Flat bis Flat zusammengefasst. Und von daher ist das dann an der Stelle genau das Gleiche. Ne? Was? Ah, jetzt hat er ihn gefunden. Gut, Werner, haben wir es doch. Mensch, macht er auch bei Hedge-Einstellungen? Ja, klar, die Berechnung ist die gleiche. Nicht die Hedge, sondern die Stereo-Hedge. Aber das wird jetzt ein bisschen zu kompliziert. Das ist ja fast schon ein Fall fürs Webinar. Also, was passiert jetzt hier? Außer nix. Ja, ich hätte vorhin irgendwie auch gleich so ein bisschen fetter hier skalieren können. Jetzt habe ich hier so einen doofen Knick, der mich natürlich jetzt erstmal noch nervt. Da fehlen jetzt irgendwie noch 3,80 Euro. Mal gucken, vielleicht wird das ja noch. Und dann auf die letzten Meter. Also er kann natürlich auch hier unten durchfallen. Ne? Das ist ja keine Frage. Was heißt durchfallen? Ein neues Low machen und dann halt wieder raufziehen. Dass der durchfällt da unten, da glaub's noch nicht so wirklich. Ich will auch gar nicht, weil ich bin ja long. Aber gut, das ist ja nicht unbedingt relevant für das, was der Markt jetzt machen muss. So, also ich wäre ja schon ein Freund davon, wenn das hier unten jetzt kein neues Low zur Folge hat und wir jetzt ja einfach wieder drüber ziehen. Und würde mal dezent versuchen, mich hier, ich bin hier im 2-Minuten-Chart, über an den Hochs hier einstoppen zu lassen, vor allen Dingen hier über dem Hoch, und mal sehen, ob wir da halt eine Etage höher kommen damit. Ja, das müsste er dann aber jetzt auch bald mal machen. Hier mit, am liebsten natürlich mit der 15-Minuten-Kerze, die jetzt fertig wird. Und damit halt eben auch, wenn sobald die fertig ist, auch zum Ende der Stunde hin. Ne? Aber so ein bisschen Wumms bräuchten wir hier natürlich schon jetzt langsam mal. Es muss ja nicht viel werden, es muss ja nur irgendwie einmal darauf, nochmal irgendwie näher Richtung Kassaschluss und dann ist ja fein, aber oder wie man so schön sagt, Richtung völlig egal eigentlich, ja, Hauptsache Vola. Weil solange der Markt volatil ist, kann man fast nichts falsch machen. Außer man stellt sich wirklich ein bisschen unintelligent an. So, aber ohne Vola geht halt nichts. Ne? So, dann mal schauen, ob wir den jetzt da oben durchkriegen. Ob das jetzt gelingt mit so ein paar Pünktchen noch. Ich würde den halt hier relativ schnell skalieren. Ne? Also das heißt, dann irgendwie da oben oder so raus. Ich würde hier den Trail anwerfen. Weil das muss er jetzt schon irgendwie einem Impuls hier irgendwie abliefern. Also weil sonst wird das nichts. Ne? Sonst bleibt er an der Stelle rumstehen. Weil erstmal habe ich ja nur das. Also wir haben hier unten irgendwie, da geht es nicht weiter. Ich hoffe, das bleibt jetzt dann auch so. Also gehen wir von da, wo es nicht weitergeht, bis zum nächsten interessanten Punkt. Dann erstmal wieder zurück. Das heißt, wir stecken hier immer noch in dieser Abwärtsbewegung halt hier im M5 drin. Das darf man halt auch nicht vergessen. Das heißt, da oben fing irgendwie der letzte größere Impuls an. Da wäre dann jetzt auch der SMA20. Da wäre dann auch meine rote Zone. Weiter, also rote Zone, weil das halt hier, auch wenn jetzt nur irgendwie Overnight Supports waren, aber da sollte man dann schon so ein bisschen drauf gucken und nicht unbedingt blind drüber handeln. Ne? Das ist 348. Könnte ich ja auch mal irgendwie einzeichnen. Da sieht man es ja. Das müsste hier oben das sein. Ja, genau. Ja, genau da, wo mein Trail ist. Brauche ich gar nicht einzuzeichnen. Ne, weil der ja halt auch eben hier genau drunter liegt. Ja, ne? Hier ist ja diese Zone. Aber so einen schicken, fetten Impuls fände ich schon irgendwie gar nicht so schlecht. Einmal so ein paar Punkte noch. Komm. Der DAX könnte sich jetzt ja auch mal ein bisschen bemühen, weil er auch weiß, ansonsten gibt es keine Webinare mehr. Dienstags.
mit ihm. So, also, 3 Punkte haben wir schon. Nach so einer Drohung erst recht. Ja, ne? Also, es könnte natürlich auch runtergehen. Ja, das ist, könnte der DAX ja sagen, ja gut, wir haben ja nicht gesagt, wohin. Ne? So, wenn du gesagt hast, soll ich bewegen. Das ist, komm schon, bitte einmal hier oben durchstechen können. Das liegt doch, das ist doch schon, ich kann mir schon bildlich vorstellen, wie das aussieht. Also von daher, nein, aber das wäre jetzt halt einfach nur einfach so eine schlüssige Reaktion. Zumal wir auch hier, sieht man ja, kommt ja da unten nichts mehr nach. Und irgendwie die letzte Kerze wurde jetzt auch schon mal kurz hier, die letzten beiden in den Highs überboten, keine neuen Lows. M15 hat halt hier das Stück da unten, das fehlende, nachgebaut, was ich ja vorhin auch gezeigt habe, ne? Wo ich meinte, so hier, das ohne drunter hoch eher nicht und auch nicht direkt mit der Kerze danach. Ne? So, und das haben wir jetzt ja nachgeholt, das haben wir auch hier den zeitlichen Faktor, also das haben wir auch nicht, wir müssen jetzt nicht dieses ungewöhnliche Bild haben, so dass halt der Markt einmal runter und dann halt ohne Lunte direkt wieder rauf. Das ist halt extrem ungewöhnlich, deswegen habe ich da auch nicht dran geglaubt. So, aber das wäre jetzt wiederum in Ordnung. Das heißt, wir haben hier ein bisschen Zeit verstrichen. Jetzt haben die Händler auch irgendwie lange genug Zeit herauszufinden, dass da unten keiner mehr verkaufen will. Und dann sollten sie jetzt eigentlich irgendwo oben nochmal ansetzen, was auch immer das dann wird, ja. So, also vorausgesetzt, der Markt wird nicht von einem einzigen Teilnehmer gesteuert, weil dann haben wir natürlich das, dann oder dann hätten wir das Problem, dass wir keine Chance haben, weil der uns dann nur veräppelt, ja, und weil der dann halt irgendwie den Markt so zeichnet, wie er es gerade braucht, damit eben alle drauf reinfallen, wie er es gerade braucht. Aber das ist jetzt nicht unbedingt der Normalfall. So, also, man sieht ja hier zumindest, waren noch ein paar Punkte draufgekommen. Und wenn es jetzt nicht ganz blöd läuft, und dann kriegen wir jetzt auch hier einen kleinen Schuss nach oben. Und dann eben einmal bis hier oben hin und mehr nicht. Ne? Weil ich kann ja momentan ja auch hier nicht mehr machen, als irgendwie zu raten. Ja? Also ich will raten, ist ein böses Wort. Ja, aber eher mich halt darauf zu stützen, was ich halt eben in den vergangenen Jahren immer wieder halt gesehen habe und was halt eben auch vom sehr kurzfristigen Handel jetzt erstmal plausibel wäre, was der Markt jetzt macht. So, ich würde aber jetzt zum Beispiel, also echtes Raten wäre dann, wenn ich sagen würde, ja, der macht jetzt wahrscheinlich das und das und dann halt irgendwie laufen wir da oben raus. Nein, so weit gehe ich ja gar nicht. Ne? Ich sage ja nur so, okay, das sind die zwei Bereiche, die ich jetzt gerade sehe. Ich sehe, hier unten ging es nicht weiter. Ich sehe hier oben, stecken wir in der Abwärtsbewegung drin. Ich sehe, er versucht nach oben wegzukommen. Wo ist die nächste Grenze? Und die sehe ich hier. So, das ist für mich immer so der Begriff Trade, was du siehst, ne? Und nicht, was du hell siehst. Ja, also als Wahrsager im Kaffeesatz. Das ist nicht Trade, was du siehst. Das ist Trade, was du rätst. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber das wird gerne mal verwechselt. Man liest ja auch so Sätze, ne? So wie, ah, ich sehe den DAX nicht bei 15.000. Ja, aber nicht, weil er nicht gerade da jetzt im Moment nicht steht, sondern das nach dem Motto, ich sehe in der Zukunft den DAX da nicht. Das finde ich immer total lustig. So, auf jeden Fall, er macht es ja jetzt, ne, da oben raus. So, hier auch irgendwie zwei Positionen momentan nur drin. Aber hier ganz klar Reaktionsbereich, ne? Da will ich jetzt einmal hin, stechen bitte. Das wäre dann auch das Value Area High hier. Gucken, ob wir den jetzt mal als Order aufgelöst kriegen. Aber sieht ja erstmal gut aus. Wenn nicht, dann kommt wieder manuell weg. Ja, ja, ja. So. Und siehe da, die Kurve zeigt nach oben. So, der könnte jetzt natürlich halt das ganze Ding wieder nach oben drehen, das weiß ich aber nicht. Ne? Ich würde auch hier einen anderen Trail reingeben, mit 3 Punkten Abstand, ich weiß es nicht. Also, ne, dass er hier dann doch jetzt noch nach oben rauszieht. Also das Valley Area High hier werden wir sehen,
bin mir ziemlich sicher, auch wahrscheinlich jetzt nochmal irgendwie den Kassaschluss da oben. Aber das ist jetzt hier erstmal genau das, was ich haben wollte. Mehr wollte ich ja eigentlich gar nicht. Eigentlich müsste ich auch hier rausgehen oder den Trail aktivieren. Ich mache das jetzt auch mal. Ja, weil das Webinar soll ja auch nicht ewig laufen. Und das war jetzt für mich nur der nächste plausible Bereich, ob der jetzt direkt da oben durchgeht oder später oder nie, muss mir jetzt erstmal egal sein. Ne? Weil das ist das, was greifbar war. Und darauf stütze ich mich. So. Und zu ist er. Na bitte. So. Nach einem anfänglichen kurzen blöden Fehler, alles wieder schön gerade gebogen. So, damit hat der DAX sich ja glatt bewährt, Nelson, oder? Ja, was siehst du jetzt? Wir müssen in 2 Wochen wieder ran. Es hilft alles Also, nichts. Es hilft alles nichts. Nein, aber es war ja halt wirklich okay. Ne? Also das von der Vola absolut. So reicht das ja auch. Es war ja immer noch, es ist ja hier keine Riesen-Monster-Vola, aber es ist doch, so ist das ja okay. Ja? Also damit bin ich ja zufrieden und nicht irgendwie, wir hatten ja wirklich das Pech, das war ja dann teilweise 10-Punkte-Range. Ne? So, naja, damit kann man ja auch was anfangen. Gut, so, wer war long dabei? Ist zwar nicht viel gewesen, aber trotzdem ganz okay. Ne? Ja, war dann doch der ein oder andere. Ja, ne? Klar, ich meine, am Anfang, der war unnötig. Ne? Da war ich einfach nicht wach. Also den Long Trade hier viel zu früh. Und ich hätte sogar noch die Chance gehabt, den mit 0 rauszunehmen oder mit minus 5. Habe noch kurz überlegt, aber dann zu lange überlegt. Und dann halt. Ja. Sehr schön. Waren ja dann doch einige dabei. Gut, das freut mich ja dann auch. Sehr, sehr schön. So, das ist doch auf jeden Fall auch dann ein schöner Abschluss hier von dem Webinar. Vielleicht noch ganz kurz. Also zum größeren Bild. Zum DAO habe ich ja schon was geschrieben im Blog. Das ist für mich so irgendwie gerade schwer, schwer greifbar, was der vorhat. Im DAX kann man ja halt mal, kann ich ja mal noch gucken, obwohl ich habe es eigentlich schon gesagt. Ne? Der sollte möglichst nicht unter die 273 in diese Range zurückfallen, weil dann einfach die Gefahr besteht, dass wir uns da drin dann verheddern. Ja? Also, dass er dann halt einfach hier drin irgendwo nochmal dann weiter geistert oder dann halt möglichst sogar hier runterfällt. Aber das wird halt einfach unter 273 schwierig. Das noch vernünftig irgendwie dann auch zu kriegen. Es könnte natürlich sein, im kurzen Impuls, ich weiß nicht, ob wir irgendwelche News haben, heute, morgen oder wie auch immer, dass er sich hier mal kurz den SMA 20 nochmal greift. Könnte passieren, aber auf der anderen Seite, warum? Besser nicht. Also besser wäre halt wirklich, schafft es irgendwie direkt hier oben raus über die 451. Und sobald wir darüber schließen, über der 451, da behaupte ich, dann rennen wir auch da oben auf die 15.000. 800 etwa. Das wäre dann so direkt die Anschlussbewegung. So, das ist halt der DAX jetzt irgendwie von der mittelfristigen Betrachtung von meiner Seite. Viel mehr kann ich da auch gar nicht zu sagen. Alles andere ist ja irgendwie auch in meinem Blog zu lesen oder habe ich ja auch schon in den letzten Webinaren ja auch schon erklärt. Gut, also hat Spaß gemacht. Ich hoffe, Dirk, euch auch. Und vielleicht. ich hoffe, der Nelson ist wach jetzt dann auch. Jetzt erst. Vielleicht Ja. ganz kurz ein Satz, weil hier mehrmals gefragt wurde. Ein Okay. Satz zum Update Stereo Trader. Kannst du was sagen Ach dazu? so. Ja, wir machen heute wird es nochmal eine neue Beta-Version kriegen. Und sobald da halt irgendwie nichts mehr kommt, werden wir das auch als Release dann raustun. Ne? Das heißt, es möglicherweise irgendwie Anfang nächster Woche oder so. Es ist nicht unrealistisch, dass dann halt der Release, ich habe auch schon überlegt, ob wir eine Pre-Release machen. Ja? Das heißt also noch keine Finale, aber für die, die es halt gerne haben wollen, können das dann irgendwie auch schon mal irgendwie installieren. Gucken wir mal. Also es ist auf jeden Fall auf gar keinen Fall eine langfristige Geschichte. Auf gar keinen Fall. Ja, wenn jemand irgendwie Probleme hat, StereoTrader und Add-ons gleichzeitig zu verwenden, der kann einfach eine Mail schreiben und dann schicke ich auch gerne eine Einladung für die Beta-Gruppe. Ja, das ist kein Problem. Gut, mein lieber Gut. Nelson, du hast das letzte Wort. Und Ja. ja,
Ich bedanke mich nochmal, habe ich ja schon, will es aber auch nicht unnötig in Länge ziehen und sage Tschüss, danke, bis zum nächsten Mal. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Vielen Dank für das Webinar, Dirk. Vielen Dank an alle, die teilgenommen haben und hier live dabei waren. Ich wünsche noch eine schöne Woche, eine erfolgreiche Woche. Bis in 2 Wochen. Bleiben Sie gesund. Ciao, ciao.